Unter der Woche konnte der FC Eintracht Norderstedt ins Halbfinale des Hamburger Pokals einziehen. Diesen Rückenwind will man mitnehmen in die Regionalliga Nord, denn hier ist man seit 7 Spielen sieglos. Heutiger Gegner ist der Tabellenachte VfB Oldenburg. Die hier ersatzgeschwächt auftreten. Das komplette Mittelfeldzentrum musste vor Beginn dieses Spiels ersetzt werden. Da muss man kreativ sein. Und das waren sie. Besondere Eckenvariante und dann das 0:1 nach gerade einmal 4 Minuten. Das schlimmstmögliche Startszenario für Eintracht Norderstedt und Okan Erdogan, der Torschütze, mit seinem zweiten Saisontreffer und einem richtig schönen. Norderstedt braucht nun eine Antwort. Eckball Marcos und Nils Brüning per Kopf im Kollektiv und aus dem Spiel gelang wenig Richtung Offensive, eher dann mal über eine individuelle Einzelleistung, wie hier. Juri Marxen zündet den Turbo und hängt die komplette Verteidigung ab. Doppelpass mit Lüneburg und dann scheitert er am Außenpfosten. Eine Riesenaktion von Juri Marxen, aber viel gefährlicher sollte es dann in der Folge nicht mehr werden bei Norderstedt. Stattdessen Oldenburg nach etwa 30 Minuten, dieser lange Einwurf und dann der Schuss und dann die Hand von Markus Koffi im Zweikampf mit Makangu. Schiedsrichter Timo Hippel entscheidet auf Strafstoß. Wir schauen in der Verlangsamung nochmal rein. Es ist kürzeste Distanz, trotzdem geht der Arm von Markus Koffi bedächtig weit nach oben. Eine knifflige Entscheidung, für die Koffi letztlich gelb sieht. Lukowicz ist der Elfmeterschütze. Und trifft sicher 0:2 nach einer halben Stunde für den VfB Oldenburg. Eine sehr knifflige Entscheidung. Am Ende steht das 9. Saisontor von Mike Lukowicz. Trotzdem ist es natürlich unglücklich für die Eintracht. Schockstarre, das kann doch alles nicht mehr wahr sein und spätestens jetzt schwand jegliches Selbstbewusstsein, offensiv was zu kreieren. Das sahen wir vor allen Dingen in Durchgang 2, denn hier hatte nur noch Oldenburg das Kommando. Langer Ball auf die Außen, Ronny Marcos lässt sich mal gehörig abkochen und Pascal Richter mit dem 0:3. Norderstedt spätestens jetzt am Boden. Ein ganz einfach gespielter Konter nach Ballgewinn im Mittelfeld und Ronny Marcos lässt sich hier mal komplett die Butter vom Brot nehmen und Pascal Richter mit dem 0:3. Und dann nur 2 Minuten später eine baugleiche Szene. Ballverlust, Jako und auf einmal ist es eine 3:2 Situation. Lukowicz bringt den rüber auf wen? Natürlich auf Pascal Richter und der findet erneut den Weg ins Tor. 0:4, 52. Minute aus Niederlage wird Packung für Norderstedt. Und allerspätestens jetzt war der Mut komplett aufgebraucht. Lediglich Keeper Grundmann hielt was zu halten, war beispielhaft in dieser Situation gegen Okan Erdogan. Kurz vor Schluss dann nochmal ein Freistoß auf der anderen Seite. Abgeblockt, Mjako. Das ist Symbolik. Ja, es fehlen wichtige Stützen in dieser Mannschaft, sei es durch Verletzungen oder Abgänge. Und ja, das macht es wahnsinnig schwer, damit zu arbeiten. Aber das allein kann und darf nicht das Argument für ein derart harmloses Auftreten sein. Christian Ollendorf hat mit den Protagonisten gesprochen. Ja, verdient 4:0 verloren. Von Anfang an nicht in die Zweikämpfe gekommen. Natürlich Standardtor. Und Elfmeter-Tor am Anfang 2:0 zurück direkt, aber trotzdem ganz schwache Leistung von uns. Ich denke mal, wir sind hier angereist, um 3 Punkte mitzunehmen. Das war unser primäres Ziel. Und ja, wie gesagt, das haben wir mit Bravour geleistet. Sind ja, so ein bisschen holprig ins Spiel gekommen, aber ich sag mal, durch das erste Tor sind wir so ein bisschen in Fahrt gekommen. Haben uns im letzten Drittel festgesetzt und haben schlussendlich zum Ende hin es einfach clever zu Ende gespielt und haben, denke ich mal, auch hochverdient 4:0 gewonnen.